Da hört er einmal zu, der Rolf. Und schon kriege ich einen drauf. Die ganze Zeit quatscht er und jetzt hört er einmal zu. Herr Möller, ist das ein Opel? Ist ein Opel, oder? Ja. Opel. C-Coupé, ja? C-Coupé, aber nicht die 1000er Serie, oder wohl? Nein, aber macht ja nichts. Also, Tim Preußer, Daniel Brandt, 79er Opel Kadett C, Coupé, 115 PS, 2 Liter. Ja, schön, bisschen tiefer gelegt, bisschen andere Reifen drauf, sieht so nach Yokohama aus irgendwie, oder Advan, keine Ahnung, irgend so ein halbgeschnittenen Semislick. Der wurde circa 1,6 Millionen Mal produziert, ist echt interessant, ist natürlich in seiner Zeit dann das Motorsportauto geworden, Walter Röhrl ist damit gefahren, auch heute noch, wenn sie heute mal auf den Slalom gehen, Opel Kadett in der großen Version ist heute immer noch ein interessantes Auto, weil das Gewicht passt, ich glaube 850 oder 900 Kilo, das war natürlich was, und dann 115 PS bei 2 Liter, vor allem konnte man aus dem Motor problemlos mehr rausholen, weil hat ja eine schöne Grundlage, wenn man den auf Vergaser umgebaut hat, kam da richtig was. Ja, und dann gab es eine Sonderserie, das war der sogenannte, was hat ihn gesagt, die Sonderserie halt, C-Coupé, der war dann gelb mit weiß, das war die 1000er Serie mit dem kleinen Streifen. Aber das ist halt einer aus der normalen Serie, hat aber die gleichen technischen Daten. Vielen Dank, Tim, Daniel Brandt, schönes Fahrzeug. Tschüss. Ich glaube, die hieß früher Charleston, ne? Kann das? Genau, das war doch die Sondermodell Charleston. De Chevaux. Ah, Cornelia Ruhmann, Karin Daimel, Thomas war dabei. Ach, Thomas darf hinten rausgucken, alles klar, er wurde auf der Rücksitzbank verbannt. Ja, 2CV, weiß inzwischen jeder, De Chevaux, 2 Pferde. In Deutschland, Österreich, üblicherweise Ente. Und in der Schweiz hat man De Chevaux gesagt. Ja, ist der De Chevaux. Ein populäres Modell von Citroën. Luftgekühlter Zweizylinder, Viertakt-Boxermotor mit Frontantrieb und innenliegenden Scheibenbremsen. Das war, glaube ich, interessant an dem Auto. Dass man, bis man da in die Bremse rankam, musste man immer innen ans Getriebe gehen. Die sitzt halt nicht außen in den Rädern. Was soll ich dazu sagen? Danach kam dann Diane 67, dies ist ein 83er Modell, ein 2CV6, 597 Kubikzentimeter, 28 PS. Ja, und hat diese Revolverschaltung, nannte sich das, glaube ich, ne? Alles schöne Autos, ja. Das Dach auch schön. Was ist denn original? Ihr habt ihn lackiert natürlich, ne? Schön. Die Sitze? Auch noch, sind noch da, alles klar. Ja, vielen Dank, schönes Fahrzeug. So eine Ente, dass man sowas noch erlebt. Ne? Tschüss. So, es ist nicht 35. NSU TT 1200. Ludger Preußer und Christina Sellmann. Ja, der Gegner beim Slalomfahren früher, bei mir zumindest. Was soll man dazu sagen? Wir sehen jetzt wieder, vorhin habe ich gesagt, diese Corvair-Linie. Wenn er jetzt mal guckt, diese umlaufende Chromlinie mit dieser Sicker auf den Türen, das hatte auch der NSU. Man sagt auch Badewannendesign, aber das war damals in einer gewissen Zeitspanne, hatten alle Autos diese rundumlaufende Sicke dazu. Der Prinz 1000er hatte ja sportliches Potenzial und deswegen wurde 65 dann ein 1000 TT und 67 dann der 1200 TT. Ich meine 75 PS, 1200 Kubikzentimeter, da war er knapp 160 schnell mit. Dieses Fahrzeug ist tiefer gelegt, das sieht man, hat auch noch einen Bügel drin. Den Ölkühler nach vorne gelegt, habe ich vorhin schon mal geguckt, die dicken Aluleitungen laufen da innen durch. Das geht nicht anders, weil natürlich hinten wenig Kühlung war. Und wenn man den Motor mal anguckt, diese Zylinderdeckel, die hat Audi oder VW dann auch übernommen für den K70, was ja fast der Urmotor war. Das Nachfolgemodell im VW-Konzern als erste große viertürige Limousine. Dies ein NSU 1200 TT. Vielen Dank, Ludger Preußer und Christina Sellmann. 60. Back to the future. Was würden Sie heute machen, wenn Sie so ein Auto hätten und können wirklich zurück in die Zukunft machen? Hm? Erstmal verhindern, dass ATU gegründet wurde, oder? Nein, das war ein Scherz. War ein Scherz. Also ein DeLorean DMC 12. 81er Baujahr, 2,8 Liter, aber nur 136 PS. Das Auto sieht nach mehr aus. Axel Böwing, Uwe Schürkamp.
Zu diesem Fahrzeug, Edelstahl, in Irland gebaut, Reimport aus den USA. Es ist natürlich kein volles Edelstahl, sondern es ist eine Edelstahlbeplankung auf einem GFK-Kunststoff. Lederausstattung, Klima. Es wurden davon nur 500 als Automatik gebaut und natürlich als Flügeltürer. Einer von 50 Fahrzeugen, die 82 ab Fabrik direkt in den Mittleren Osten geliefert wurden. Also der kam wieder zurück aus Dubai oder woher und seit 16 Jahren im Besitz vom Axel Böwing. Aber ihr habt jetzt drinnen jetzt nicht versucht, das nachzustellen vom Film. Ne? Gibt ja auch Autos, wirklich, da meint es ja wirklich, gleich fliegt er los. Aber diesen Originalexemplar, unverbastelt, sagt man, sehr schön, ja. DeLorean DMC 12, vielen Dank. 81er Baujahr, cool. So, ein Käfer, oder wie man so schön sagt. Ein Typ 1, 1200 Kubik, 34 PS, Baujahr 59. Stefan Kümmel ist nicht dabei, aber Julia Kümmel ist dabei. Originalzustand, 6 Volt. Die Winker gehen auch noch? Winken die noch? Na? Ja, er ist draußen, er blinkt nicht. Ja, ist okay, da ist das Kabel ab, das macht nichts. Fahrzeug wurde vor 6 Jahren verkauft. Im Frühjahr fand das Team das Fahrzeug zufällig im Internet wieder zum Kauf angeboten. Und mit viel Überredungskunst wurde der Käfer zurückgekauft. Ja, das hätte ich auch vor 6 Jahren nie verkauft, das Ding. Denn wenn ich das so sehe, ist er ein toller Zustand. Ich weiß nicht, ob das Häuschen mal runter war zum Restaurieren. Ist im Original so, also top, weil er innen so ist wie der Lack, muss ich sagen. Sehr schön erhalten. Ganz toll. Hat auch hinten schon Gurte drin, ist wahrscheinlich nachgerüstet worden, logischerweise. Hat den 34 PS Motor, 1200 Kubik, wie man das so könnt. Ja, es gibt ja viele Versionen von dem Auto, aber dieser sieht schön unverbastelt, ist auch unverbastelt. Wie heißt die Farbe? Ja, grau. Ja, grau, sicher grau. Ich dachte irgendwie Bundesbahnbrau oder Wolfsburggrau. Kieselgrau. Kieselgrau, bitteschön, gibt es heute nicht mehr Kieselgrau. Nee, sieht cool aus. Auch schön gemacht mit den Felgen, zweifarbig. Den Rand außen in dieser Kieselgrau, dann schwarz und dann das Käppchen drauf. Schön. Gut, die 76 auf dem Ball oder was da drauf steht. Ja, ist so eine Hommage an die 50er Jahre, ne, so ein bisschen. Aber ist okay. Vielen Dank fürs Kommen, Frau Kümmel, und gute Fahrt weiterhin. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Ach, ei, ei, ei. 35 muss anders heißen, 5,30 Meter lang, glaube ich. Ne? Wäre nicht ganz. Ne? Ja, vorhin haben wir schon gesehen, wie er einparken wollte. Von der Strecke habe ich gehört, es war in einigen Kurven etwas schwieriger. Der Beifahrer hat den Hut auf. So ein bisschen Blues Brothers wollen wir versuchen, wahrscheinlich oder doch nicht. Aber groß ist das Ding. Guckt euch das an. Ein Cadillac DeVille Sedan. 64er Baujahr, 6,9 Liter, also 7 Liter quasi. Mit 450 PS. Die Tankgröße liegt wahrscheinlich bei 120 Liter, denke ich. Er sagt da nichts, ja, wahrscheinlich. Stefan bitte, Ulrike bitte mit Sophia. Das passt irgendwie nicht. Wer fehlt? Stefan. Ne, Ulrike. Das ist Ulrike, ne? Alles klar. Also der Cadillac DeVille war eine Baureihe, der zum General Motors gehörenden Marke Cadillac. Nachdem bereits andere Modelle die Bezeichnung DeVille erhalten hatte, wurde er ab 1959 zu einer eigenständigen Modellreihe, die bis 2005 in verschiedenen Serien als zweitüriges Coupé DeVille und als viertürige Limousine Sedan DeVille angeboten. Das ist das, was wir hier haben, in mattschwarz lackiert. Felgen original? Nee, ne? Dass sowas allen noch gibt. Was sind das für Reifen? 14 Zoll oder 15 so, ne? Ja, ja, sehr hoch. Mindestens 70er oder 85er vielleicht. Wer? Elvi Presley, den. Ah, das Modell. Also, nein, keine Panik, nicht das Auto küssen. Elvis hat ihn nicht gefahren, aber auch Elvis hatte so ein Modell. Charakteristisch hinten die Flosse hinten, wo man sich auch wehtun dran kann. Gut, über den Spritverbrauch reden wir nicht. Wer so ein Auto hat, der will sich das leisten. Und das ist auch okay so. Und hinten auf der Rückbank passen noch ein paar rein, oder? Das sehe ich auch so. Da kann man, da ist auch noch viel Platz für die Beine und so, ne? Das sieht so. Und vor allem Kofferraum vom Feinsten.
Ich habe vorhin meinen Motor gucken, also wenn Sie von der Scheibe anfangen, dann kommen die 8 Zylinder, dann kommt erstmal nichts, dann kommt ein Kühler und dann kommt wieder viel nichts. Also da wäre noch Platz für nochmal 8 Zylinder theoretisch, oder für 6 noch. Also damals hat man sehr großzügig gebaut, Knautschzone wahrscheinlich, nee, geile Karre, muss ich sagen. Vielen Dank fürs Kommen. Durchlaufen, oder? Ganz anders natürlich ein 76er Porsche 911 S von Jens Werning und Marc Bennert. Ein Japan-Reimport. Im Moment kommen viele Autos aus Japan. In Japan sind solche Fahrzeuge gerne als Drittfahrzeug gehandelt worden. Und da es in Japan nicht so die Möglichkeit gibt, viel zu fahren, haben die auch wenig gelaufen. Ne? Nicht? Hat viel gelaufen? Dann ist der Besitzer viel gefahren. Also ich hatte jetzt neulich mal auf einer Messe gesehen, dass die Japaner halt, wenn sie so ein Auto dann als Drittwagen nehmen, nicht ganz so viel. Aber okay, 2,7 Liter, 164 PS, 1976er Baujahr, restauriert oder so übernommen? Übernommen so, da hat er den gut gepflegt, muss man sagen. Also dafür, dass er so im Erstzustand ist, nur gelackt. Originalfarbe das Blau, schön. Ja, was soll man dazu sagen? Porsche 911. Jens Werning, Marc Bennert, Arrow Blau. Das ist in der Tat ein seltener Originalfarbton, sieht man heute kaum noch. Ja, sieht gut aus, ist glaube ich das G-Modell, ne? Wegen der Stoßstangen. Ja, genau. Super. Die Nebellampen, ah, die hängen ein bisschen schepp, ne? Die sind so schief, die sollen so sein. Ah, weiß ich nicht. Würde ich zum Winter, ja. Aber muss ja jeder selbst wissen. Ne, tolles Auto, Fuchsfelge drauf, alles schön. Originales Fahrzeug von 1976. Dankeschön fürs Kommen.